Sechs Jahre lang bildeten der Eishockeyclub Ehrwald und Imst erfolgreich eine Spielgemeinschaft. Seit heuer ist nun Schluss damit. Beide Clubs gehen nun wieder getrennte Wege. Warum das so ist, erklärt EC Ehrwald Obmann Herbert Kerber. Der Hauptgrund war der, dass sie halt festgestellt haben, so über die letzten zwei, drei Jahre, wie das abläuft. Und wir haben sehr viele junge Leute, die 15, 16, 17 waren, verloren, weil sie einfach den Aufwand mit nach Imst fahren, trainieren, sich da mit den Imstern Jungen zu konkurrieren und nachher vielleicht nicht spielen dürfen, nicht mehr auf sich genommen haben. Und die jungen Leute wollte ich nicht verlieren. Der zweite Punkt war der, dass mir halt eigentlich der Stamm war für Ehrwald, ein paar waren für Imst und sie sind von dem Standpunkt nicht weggegangen, dass sie die halben Heimspiele drüben machen wollen, die halben da. Und das wollte ich jetzt nicht, weil wir A, wie gesagt, einen größeren Aufwand betreiben wie sie und B, wir einfach auch das Geld nicht verlieren wollen. Wir haben einen Haufen Zuschauer da, in Imst sind 30 Leute, die zuschauen gewesen und das haben wir aus dem Grund gehabt. Und drittens war es einfach für uns viel wichtiger, den ECE als solches zu vermarkten, Spielgemeinschaft mit Imst zu vermarkten, Sponsoren zu generieren, ist unheimlich schwer. Der ECE hat in Ehrwald wirklich ein sehr großes Spektrum von Leuten, wo irgendeiner in der Familie immer mal gespielt hat, wo jetzt die Kinder wieder dabei sind und spielen, die Eltern sind total fanatisch. Und wir haben da, wie man da sieht da drüben, wir haben über 80 Sponsoren, neue Sponsoren dazugekriegt, die uns helfen, das Ganze da mitzufinanzieren. Das wäre unter einer Spielgemeinschaft nicht möglich gewesen. Die Reaktion, ich kenne den Fischschneider, den Markus, ich kenne den und wir haben ganz normal miteinander geredet und der hat gesagt, okay, wenn ihr nicht, dann machen wir es wieder allein nichts und wir machen es allein nichts. Und wir sind jetzt einfach, wir haben einen Stamm gehabt letztes Jahr von 9 bis 10 Spieler und jetzt haben wir einen Spielerstamm von 23, 24 Leuten, inklusive 4 Tormänner. Bei uns war kein Tormann mehr da, weil der erste und der zweite Tormann ist in Imster gewesen. Und dann haben die Jungen gesagt, ich fahre nicht als dritter Tormann nach Kufstein oder nach Imster zum Trainieren. Die haben da keinen Bock drauf. Jetzt ist es anders, jetzt sind 4 da. Wir trainieren. Der Älteste ist 42, der Jüngste ist 16. Und so zwischendrin bewegt sich das da. Sind immer jetzt, bei jedem Training, bei jedem Spiel sind 2 da. Die machen sich das aus. Und bei den Jungen ist es genauso. Wir haben Leute zurückgekriegt, die nie mehr Eishockey gespielt hätten, wenn sie nach Imst hätten fahren müssen. Die wollten das nicht. Und wenn man jetzt sieht, wie gut der Zusammenhalt ist zwischen den Jungs, die gingen miteinander, die gingen nicht nur Eishockey spielen miteinander, die gingen nach dem Eishockey noch ein Bier trinken miteinander, sind immer nach dem Training 13, 14 Leute, die noch miteinander was tun. Und das ist, eigentlich geht's um das, das ist das Wichtigste. Die vermitteln das weiter und wie man da jetzt, wie man sieht, wir haben jetzt doppelt so viele Kinder wie letztes Jahr. Das hat alles ein bisschen an Aufschwung gegeben. Das ECE-Druck, das hat brutal eingeschlagen. Das hat richtig gut funktioniert. Und das war eigentlich unser ganz großes Ziel. Welche positiven Auswirkungen das Ende der Spielgemeinschaft auf die Ehrwalder Spieler hat, schildert der sportliche Leiter Peter Gabriel. Dadurch, dass die Spielgemeinschaft weggefallen ist, haben einige wieder zum Eishockey gefunden. Wir haben ein paar junge neu dazugekriegt, ein paar alte Spieler, denen was vielleicht die Spielgemeinschaft der Fahrweg zu weit war, haben wieder angefangen und haben durch den ganzen Aufschwung, was natürlich jetzt da war mit neuen Banden, der EC ist wieder zurück, mehr oder weniger als Verein, haben natürlich wieder einige zum Eishockey gefunden, wie was früher schon bei uns gespielt haben in der Mannschaft vor der Spielgemeinschaft. Und sind jetzt wieder dazugestoßen zur Mannschaft, ja. Trotz des Endes blickt der Obmann auf gute 6 Jahre als Spielgemeinschaft zurück. Sie waren schon erfolgreich. Also sie haben auch 2020 oder 2019, glaube ich, sind sie Meister geworden. Und das ist schon ganz gut. Also das hat schon gepasst. Aber ich bin überzeugt davon, dass die Spielstärke, die wir jetzt haben,
mindestens genauso gut ist. Also das passt schon gut so. Was sich in Ewald mit und ohne Spielgemeinschaft nicht geändert hat, ist die Hingabe zum Eishockeysport, unabhängig der finanziellen Mittel. Nils, Götzens, Silz, die sind Mannschaften, die Bottens, die kriegen Geld fürs Eishockey. Und das machen wir nicht, das will ich nicht. Wir versuchen das, was wir an Möglichkeiten, an finanziellen Möglichkeiten haben, das machen wir in die Infrastruktur und vor allen Dingen in die Nachwuchsarbeit, in die Jungen. Die kriegen ihre Ausrüstung, die sie brauchen. Und das ist mir ist lieber, da sind 60 Kinder dabei oder 70 oder 80 oder nach oben keine Grenze. Das muss man halt nachher, das ist alles nachher organisatorische Geschichte, aber desto mehr, umso besser. Und die sollen alle top ausgerüstet sein, die sollen ihr Zeug haben. Ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Es geht nicht darum, ob wir in der Tiroler Liga Erster, Zweiter oder Fünfter werden, das interessiert mich nicht. Wenn die Jungs Spaß haben, und natürlich versucht man, aus dem Potenzial, das da ist, so viel wie möglich rauszuholen. Aber wir engagieren keine Leute und bezahlen die, damit wir einen Platz besser positioniert sind im Endeffekt des Materials. Das Ende der Spielgemeinschaft mit Imst hat auf den Ewalder Nachwuchs keine Auswirkungen, wie Benedikt Guhem, Nachwuchsleiter des EC Ewald, erzählt. Also der Nachwuchs vom EC Ewald war in den letzten Jahren, seitdem wir wieder begonnen haben, vor 5 Jahren immer schon eigenständig. Der hat nichts mit der SBG, mit Imst zusammen zu tun gehabt. Die Imst haben ihren eigenen Nachwuchs. Und das hat sich sehr wohl was getan von letzten Jahr auf heuer, und zwar eigentlich im Positiven, dass wir wieder mehr Kinder dazu bekommen haben. Wir sind jetzt über 50 Kinder im ganzen Nachwuchs von EC Ewald, von der U7 angefangen bis zur U11 und die älteren Spieler noch dazu. Und das ist halt so eine große Trainingsgruppe geworden, dass wir nicht mehr komplett zusammen trainieren, sondern jetzt haben wir 2 Trainingsgruppen. Einmal die U7 und die U9 zusammen und die U11-Spieler und die älteren dazu noch. Also das Eishockey in Ewald ist prinzipiell eine Riesentradition und hat auch für die Jungen bei uns ist ein großes Thema, sagen wir mal so. Die schauen auf zu den Kampfmannschaftsspielern und haben halt da ihre Vorbilder, so möchten wir auch mal sein. Und da ist es halt ganz wichtig, dass es eine Kampfmannschaft gibt. Aber noch wichtiger ist für uns in Ewald gerade, dass wir den Nachwuchs haben. Und da sind wir auf einem guten Weg. Es können natürlich nie zu wenig Kinder sein. Wir möchten schon schauen, dass wir noch von U7 bis zu U15 Minimum überall eine U besetzen können in den Tiroler Eishockeyverband. Das ist schon mal so das vorgeschriebene Ziel für die nächsten 3-4 Jahre noch. Natürlich werden es von U7 dann immer stetig, immer ein bisschen mehr, bis so zu U11, U13 und dann ab und zu ein bisschen weniger. Und da müssen wir eben schauen, dass wir genau in diesem schwierigen Alter, wo dann ein Schulwechsel oder so stattfindet, dass wir sie bei uns behalten. Und das können wir oder wollen wir ihnen bieten, einfach indem wir ein gutes Training machen, mit ihnen Ausflüge machen, mit ihnen auch außerhalb vom Eis einen Spaß haben und dass sie zu einem guten, großen, gesamten Team zusammenwachsen. Wir sind jetzt auch versuchen in Reute, weil in Reute gibt es wahnsinnig viele Kinder, die gut Eislaufen können durch den Eisplatz draußen und die vielleicht, wenn sie Interesse hätten, sehr wohl auch mit eingenommen werden da in das Ding. Und wenn da genug wären, dann wäre ich auch bereit, da, ich sage jetzt mal, einen 9-Sitzer zu organisieren, wo jedes Mal ein anderer Elternteil mit, man muss nicht jedes Mal jeder fahren, aber das ist so meine Vision, dass man aus dem ganzen Bezirk bis heute halt, verstehe wer kann und kann, aber bis heute halt die Kinder mit einbezieht und da mit. Und das sind jetzt mittlerweile auch schon einige, es sind einige aus Birchelbach,
großen, wie so große Buben, die dazugekommen sind, die auch schon sehr, sehr gut Eislaufen können, sehr, sehr gut Eishockey spielen. Und warum sollen wir die, warum sollen die nicht mitmachen dürfen? Das ist für jeden. Nochmal, desto mehr, umso besser. Es macht einfach viel mehr Spaß, wenn mehr Leute da sind. Und es sind viele Leute da. Und es sind auch sehr viele Leute da, das muss ich ganz ehrlich sagen, die sich für den Verein brauchen lassen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das einfach weitergibt und dass die nicht nur spielen, sondern auch das Vereinsleben wieder weitertragen und dass das nach uns auch wieder irgendjemand macht und weitergeht. Hat der Joey ein bisschen was gesagt? Ist cool, gell? Auch bei der Infrastruktur des Vereins hat sich im letzten Jahr einiges getan. Wir haben jetzt die Hexenküche, das war immer so ein bisschen ein Problemkind. Das war sehr, wird sehr gut angenommen. Ich meine, wir haben jetzt die letzten zwei Heimspiele mal 290 und mal 270 Zuschauer gehabt, die auch permanent konsumieren. Wir haben jetzt am Wochenende die Eisdisco da gehabt, wo wahnsinnig viel los war und die Hexenküche war so ein bisschen eine schäbige Geschichte. Und die haben die jetzt komplett rausgerissen, komplett neu gemacht und mit Dingen, mit den Rosterplatten und sauberen Abzug und einfach so, dass es hygienisch ist, dass es einfach sauber ist. War ein großer Punkt. Ein sehr großer Punkt war dann die Videowall. Es war kaputt. Die haben wir erneut mit einer neuen Uhr, wo ich jetzt die Möglichkeit habe, bei Beginn vom Spiel unsere Spieler durchlaufen zu lassen mit Fotos, mit Namen, mit Nummer. Wenn einer ein Tor schießt, Tattoo, das Gleiche, der kommt dann mit seinem Namen, mit seiner Nummer, das taugt denen. Dann haben wir eine neue Musikanlage, also die ganze Akustik ist neu. Wir haben jetzt auch die in der Strafbank drüben, da ist WLAN, da ist alles, von da aus kann man die Musik steuern, von da aus kann man die Musik steuern und vom Büro aus kann man die Musik steuern. Das war ein sehr großer Aufwand, aber jetzt ist es so, jetzt ist es am ersten Stand und jetzt passt es gut. Trotz der vielen positiven Aspekte in der Entwicklung des Vereins könnte die sportliche Bilanz besser sein, wie auch der sportliche Leiter Peter Gabriel zugestehen muss. Wir haben natürlich heuer wieder neu gestartet mit dem EC, haben viele junge Spieler wieder dazugekriegt, sind zurzeit ein Kader von ca. 25 Mann. Und man muss sagen, wir sind schon zufrieden. Wir haben jetzt ins Heuer die Erwartungen nicht so hoch gelegt. Wir haben geschaut, dass wir nur gleich beim Training sind, das haben wir erreicht. Wir sind mit, sagen wir, 15, 17 Leuten durchschnittlich im Training, das was gewaltig ist. Sportliche hat sich in so ein bisschen gefuchst, muss man sagen. Wir haben ein paar Spiele unglücklich verloren, haben trainingstechnisch schon einige Probleme gehabt, da wir witterungsbedingt viele Training am Anfang wegen Regen und Schneefall absagen haben müssen. Aber alles in allem sind wir schon zufrieden. Die Höhepunkte so im Allgemeinen über die Saison kann man natürlich immer sagen, sind die Heimspiele im Geisbach-Stadion. Wir haben immer noch, also wir haben zwischen 250, 350 Zuschauer. Das ist weitaus am meisten, sage ich jetzt, in der Liga. Ich kenne keinen anderen Verein oder in keinem anderen Stadion, wo so eine Stimmung und so viele Fans hinter einer Mannschaft stehen. Für alle Beteiligten aber sieht die Zukunft des EC Erwald sehr positiv aus. Vor allem, weil der Verein nach wie vor einen hohen Stellenwert in der Region hat. Bezirksmäßig kann ich das jetzt nicht so genau sagen, aber wenn ich es jetzt in Erwald, da Erwald, Lammers, Biber, wir vergleiche jetzt mit dem Fußball zum Beispiel, dann hat es einen sehr hohen Stellenwert. Weil es doch ein Traditionsverein ist. Die sind in die 60er Jahre Meister in der zweiten Liga geworden, wo noch drei Spieler nach Feldkirch gegangen sind, wo einer, der Mörtel Herbert, ich glaube 10 oder 12 Jahre in der Nationalmannschaft gespielt hat. Es sind nachher immer wieder gute Eishockeyspieler rausgekommen aus dem Verein.
der Unterweger Manni, der hat 9 oder 10 Jahre Bundesliga gespielt. Es sind einige die Schennach-Buben, wo der Benni in Innsbruck gespielt hat, der jetzt auch im Verband arbeitet als Trainer. Und das sind alles Dinge, die. Nachher ist man 1992/93 Nationalligameister geworden. Nachher hat man ein Jahr lang Bundesliga gespielt. Das ist nicht so ganz, das gibt es weder in Mils noch in Imst oder Wattens. Das werden die auch nie so weit bringen. Mir auch nicht mehr. Aber da war es auch nur aus dem Grund möglich, weil jemand da war, der das Geld lukriert hat. Das hat einen Haufen Geld gekostet, das war dem das wert und das hat er halt gemacht. Daraus ist natürlich ein wahnsinniger Schub an Junge gekommen. Und von dem sind immer noch welche dabei, die halt da mittun. Ich möchte unbedingt schauen, dass man natürlich in ganz Bezirk Reute, nicht nur er, weil Lomus Bierwehr, sondern wirklich in ganz Bezirk Reute Jugendliche und Kinder zum Eishockey bringen. Dass meiner Meinung nach da nicht nur der schnellste Mannschaftssport, sondern auch der coolste Mannschaftssport ist. Und das ist unser Hauptziel. Wir wollen natürlich aber die Kampfmannschaft in der Konstellation, wie wir sie jetzt haben, mit sagen wir, dem 25-Mann-Kader so erhalten und uns natürlich weiterbilden und in den nächsten Jahren, sage ich, wieder ganz vorne mitspielen in der Liga.